Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter auf YouTube. Grüezi miteinander und grüß Gott beim Wetter. Es war nicht anders zu erwarten. Ich habe es auch schon vor ein paar Wochen auf Twitter, auf Facebook und auch hier angekündigt. Wenn der Vollpfostenjournalismus und die Vollpfostenmeteorologie, nachdem sie im letzten Herbst gesagt haben, es wird einen tierisch kalten XXL-Winter werden, dann den Winter definitiv für beendet erklären und sagen, es gäbe nur noch Frühling, dann ist es fast sicher, dass es einen Wintereinbruch geben muss. Und diesen Wintereinbruch gibt es kommende Woche. Es ist nicht das ganz große Drama, aber es wird zum Teil Schnee bis ins Flachland runtergeben. Und auf den Bergen ist es insofern ein bisschen gutes Drama, in dem natürlich dann das Oster-Ski- und Rodelwesen dadurch immer mehr gesichert ist. Vor allem in den Alpen, auch in den Mittelgebirgen wieder ganz schöne Neuschneemengen da mit dabei. Dieser Kernbereich geht so bis Mittwoch, ab Donnerstag wird es dann langsam aber sicher schon wieder wärmer. Und die Leute im Flachland werden nicht so genervt sein. Die Kaltfront geht jetzt durch am Wochenende von West nach Ost und am Tag vor jeweils viel Wind. Auch morgen zum Beispiel im Wiener Becken ist noch der Tag davor. Dann kommt dann in der Nacht auf Sonntag auch dort die Kaltfront, zum Teil von Gewittern begleitet, auch kräftige Böen mit dabei. Und ein ziemlicher Temperatursturz. Danach dann der Westen und Norden Deutschlands ist mehr oder weniger im Flachland außen vor. Also so Köln, Düsseldorf, Hamburg. Da wird man vielleicht irgendwann mal, wenn man zur richtigen Zeit in der Nacht mal guckt, vielleicht irgendwo eine kleine fette Flocke irgendwann mal Richtung Montag, Dienstag, Mittwoch oder so mal sehen können, vorübergehend, je nachdem wie das Timing ist. Aber die Leute werden vom Winter nichts merken. Die Südosthälfte Deutschlands, also wenn es so Richtung Berlin und Dresden und vor allem auch Süddeutschland, München und so weiter geht, Oberrhein natürlich, wenn nur ganz kurz und bleibt auch nichts liegen, aber mit jedem Kilometer Richtung Osten und mit jedem Kilometer Richtung Süden kann es auch mal für eine Schneedecke reichen. Richtung Westen eher am Montagmorgen, Richtung Osten eher, das gilt dann eben zum Beispiel auch für München, am Dienstagmorgen. Nicht wundern, da kann es auch sogar mal weiß werden, vor allem allgemein so oberhalb von 300 bis 600 Metern über Meer. Wie es aussieht, gilt das nicht für Wien mit dem Schnee. Da ist es zwar windig und garstig und die Temperaturen gerade mal noch so um die 5 Grad, aber nach dem heutigen Stand reicht es dort nicht für Schnee bis ganz runter. Aufpassen natürlich auch in der Schweiz, wenn man nie irgendwie Berge auf dem Muss, dann kommt es nochmal Schnee, wird nochmal weiss und hat dann auch mehr wieder 10 cm Neuschnee. Im Flachland mit ein bisschen Glück, am Montagmorgen in den Alpen, ja, Nordseite, dass es bis abends schneit, dann danach Richtung Wochenmitte und danach wird es dann aber rasch wieder wärmer. Also es ist eine relativ kurze Angelegenheit, aber wenn man den Winter vermisst hat, am besten einfach so auf 800, 900, noch besser für Pulverschnee auf 1000 Meter rauf, dann sieht man schon mal vor allem am Sonntag den südlichen Schneefall und man kann es geniessen, eben, wenn man schon nicht dazu ist zum Schlitteln, einfach am Sonntag auf 1000 Meter raufgehen und gibt einen spannenden Tag für alle, die den Schnee gern haben. Und zum Teil geht es eben auch schon am Samstag Nachmittag und Abend dann los und die Schneefallgrenze kommt dann südlich oben runter. Das Ganze, wie gesagt, eine relativ kurze Angelegenheit. Wochenmitte ist so das Gröbste, dann langsam aber sicher auch schon wieder durch. Und danach steigen auch wieder die Temperaturen. Und dann ist wieder zumindest eine Weile Ruhe. Kann aber immer noch, ich sage es weiterhin, auch im April noch mal gesäßkalt werden und der nächste Schnee kommen. Also es muss auch jetzt noch nicht vorbei sein. Kann sein, dass die Idioten dann jetzt schon wieder sagen, aber jetzt sei der Winter aber auch wirklich vorbei und der Frühling käme. Aber eben auch das ist jetzt noch nicht sicher, weil es ist eben ja auch erst März. Okay, schönes Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen und grüß Gott für Gott und überhaupt. Tschüss.